So, ich begrüße Sie zu einem neuen Video. Heute soll es um das Bollinger Bandsystem gehen. Dieses System habe ich ausführlich in meinem Buch Trading Systems auf über 100 Seiten vorgestellt. Und heute möchte ich Ihnen mal davon ein paar wichtige Aspekte vorstellen. Zum einen erkläre ich Ihnen die Handelslogik, das Prinzip des Bollinger Systems. Als zweites zeige ich Ihnen ein paar Backtests mit AmiBroker und insbesondere, wie Sie eventuell solche Backtests selber machen können. Und als drittes zeige ich Ihnen ein bisschen was, wie Sie solche Bollinger-Signale selbst scannen können mit der Software Taipan. Da gibt es die Version End of Day und Taipan Realtime. Und in beiden Versionen wird es in naher Zukunft die Möglichkeit geben, solche Bollinger-Signale zu scannen. Im zweiten Teil meines Videos wird es dann um die Software Captimizer gehen. Ich werde Ihnen dann zeigen, wie Sie dieses System mit dem Captimizer programmieren können. Wer kein Captimizer hat, sondern einfach nur die Signale umsetzen möchte, vollautomatisch, kann es auch tun mit dem RoboVisor. Aber darüber werde ich im zweiten Teil dieses Videos sprechen, wie auch um diesen wichtigen Aspekt Survivorship Bias für Portfoliotests. Aber jetzt sind wir im ersten Teil und wir schauen uns mal direkt die Handelslogik des Bollinger Systems an. Hier oben sehen Sie einen Chart mit typischen Bollinger Bändern und dieses Prinzip des Bollinger Systems schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Hier sehen Sie einfach eine Aktie, Advanced Micro Devices. Und wenn so eine Aktie seitwärts geht, wie hier passiert zwischen 2013 und 2015, bis Anfang 2016. Wenn so eine Aktie seitwärts geht, dann ist es natürlich für die Aktionäre nervend und anstrengend, weil sie möchten ja Geld verdienen. Sie verdienen aber kein Geld, sondern verlieren eher ein bisschen Geld. Es sei denn, die Aktie hat eine hohe Dividende. Ist aber eher seltener bei solchen Technologieaktien wie der hier. Und deswegen sind die Besitzer von den Aktien eher ein bisschen genervt. Und wichtiger noch, Zuschauer und Beobachter dieser Aktien, ganzen Printmedien, Analysten, die haben die Aktie eigentlich wenig auf dem Schirm, weil sie einfach keine gute Performance liefert. Umso heftiger sind oft Ausbrüche danach, wenn nämlich so eine Aktie plötzlich aus irgendeinem Grund passiert irgendwas und die Aktie fängt dann auszubrechen, dann bildet sich oft ein Trend, von dem man profitieren kann. Und damit wollen wir ein Handelssystem bauen. Und zunächst mal sehen Sie hier unten die Schwankung der Aktie. Also wenn eine Aktie seitwärts läuft, dann ist die Schwankung ganz gering. Wenn die anfängt zu fallen, dann wird die Schwankung ein bisschen höher. Und die Schwankung wird natürlich auch höher, wenn die Aktie anfängt zu steigen. Diese Schwankung können wir auftragen von der Mitte von einem gleitenden Durchschnitt. Hier sehen Sie den 180-Tage-Durchschnitt in Rot. Und je höher die Schwankung, desto weiter öffnen sich diese Bänder. Und diese Bänder, das sind Bollinger Bänder. Und über diese Bollinger Bänder kann man sehr schön, die passen sich sehr schön dem Markt an. Also Sie sehen, in so einer Seitwärtsphase sind die Bollinger Bänder ganz eng. Und wenn die Aktie anfängt zu schwanken, dann werden die Bollinger Bänder ganz weit. Und die erschweren hier noch sogar ein bisschen den Einstieg in die Aktie. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie man da damit ein System bauen kann, direkt die Parameter, die sich aus meinem Buch als optimal erwiesen haben und wie die Handelslogik funktioniert. Also Sie sehen hier ein Beispiel Netflix und vorhin waren diese Bollinger Bänder noch symmetrisch nach oben und nach unten und jetzt habe ich aber die Bänder unsymmetrisch gebaut. Ich mache nämlich den Einstieg hier sehr schwierig, indem ich 3,5 Standardabweichungen weggehe mit dem oberen Band und gekauft wird, nachdem der Kurs über dem Band schließt am Folgetag und ausgestiegen wird über das untere Band. Und wenn Sie nochmal zurückvergleichen mit dem hier, das untere Band geht ja sehr weit weg, wenn der Markt anfängt zu schwanken. Das wäre natürlich unmöglich, wenn man hier den Ausstieg hinlegt. Es ist besser, wenn man dieses Band nahe dem gleitenden 180-Tage-Durchschnitt mitgehen lässt. Und dieses untere Band ist also dann der Ausstieg.
dieses Signal gerade eben Netflix auf kürzerer Zeitbasis, sehen Sie hier in einem längeren Zeitfenster. Und da sehen Sie, dass dieser Ausstieg mit dem 180-Tage-Durchschnitt beziehungsweise mit dem Band, was nahe an dem 180-Tage-Durchschnitt liegt, ein bisschen drunter, dass das sehr gut ist, weil Sie müssen dem Kursanstieg genügend Raum geben. Backtests von mir für einfache gleitende Durchschnitte als Stops haben gezeigt, dass eine 100-Tage-Linie ganz gut ist, beim Klinosystem zum Beispiel. Aber auch dieser Durchschnitt eignet sich hier ganz gut für das Bollinger-System, was ein bisschen volatilere Aktien natürlich auffängt als das Klinosystem. Und typische Stoppabstände sind da gut und gerne mal 20, 30%. Das ist aber notwendig, um der Aktie genügend Raum zu geben, damit sie auch steigen kann. Und Sie sehen hier, diese Aktie war ja hier 2 Jahre im Depot, bis die irgendwann mal gefallen ist und bis dann hier der Ausstieg erfolgt ist. So, wir suchen also mit diesem System nach Signalen, die seltener sind, weil die oft profitabler sind. Und damit wir genügend Signale bekommen, scannen wir sehr viele Aktien. Jetzt zeige ich Ihnen mal, wie man auf so eine Logik von dem Handelssystem kommen kann, indem wir uns einfach mal ein paar Charts angucken in Amibroker. Und zwar sehen Sie hier den Euro gegen den Dollar. Als nächstes sehen Sie hier den Nasdaq und als drittes sehen Sie hier die Tesla-Aktie. Und die Beispiele habe ich Ihnen mal hier gezeigt, um einfach mal zu veranschaulichen, zu verdeutlichen, dass Sie nicht jedes System mit jedweden Parametern auf jeden Markt gleich anwenden sollten, weil jeder Markt hat eine eigene Charakteristik. Sie sehen hier den Euro-Dollar-Kurs. Da stehen wir jetzt bei 1,19 knapp oder 1,18. Wir sind jetzt so hoch, wie wir 1999 wieder waren. Schon mal waren. Das heißt, wenn wir hier ein Handelssystem bauen möchten für den Euro-Dollar, dann empfiehlt es sich, dass man das symmetrisch baut. Man würde hier Long und Short gleich behandeln. Während im Nasdaq, auch wenn manche Leute das glauben, insbesondere Anfänger, dass der Nasdaq nach dem Motto, alles was steigt, fällt auch wieder, wäre es hier unlogisch zu glauben, dass dieser Index jemals wieder da hinkommt, wo der 1999, also hier mal ganz früh gehandelt hat. Weil Aktien haben einen Aufwärtstrend, einmal durch die Inflation und natürlich durch das, was die Firmen verdienen. Und in 70%, historisch betrachtet, 70% aller Marktphasen steigen Aktien, während sie in 30% aller Zeit fallen. Und natürlich gibt es auch Short-Gelegenheiten, wie zum Beispiel hier ist der Markt von 5.000 auf 1.000 gefallen. Das heißt, Sie hätten hier 80% Ihres Gelds verloren. Deswegen nach MIPF Faber brauchen Sie unbedingt einen Ausstieg, zum Beispiel eine 200-Tage-Linie, wo Sie dann frühzeitig aussteigen und nicht beliebig Geld verlieren. Aber was ich Ihnen nur zeigen möchte, dieser Markt hat einen Upward-Bias, also eine Tendenz eher zu steigen. Und ich würde hier, wenn ich ein Handelssystem baue, die Shorts und die Longs auf jeden Fall ein bisschen unterschiedlich behandeln. Und was ich hier noch gezeigt habe, unten sehen Sie jetzt wieder die Schwankungen, oben die Bänder. Wenn Sie jetzt mit typischen Bandabständen operieren, hier von 3,5, die ich gerade gezeigt habe, dann hätten Sie in so einem Index nie ein Signal, weil einfach Indizes sind große Schiffe, die weniger schwanken als einzelne Aktien. Und dann hätten Sie mit solchen Einstellungen von 3,5 weniger Signale oder gar kein Signal. Wenn Sie hier Signale möchten, müssen Sie das kleiner machen, zum Beispiel auf 2. 2 ist so die Standardeinstellung vieler Softwarepakete für Bollinger-Bänder. Und dann würden Sie auch im Nasdaq Signale kriegen. Jetzt gucken wir als drittes auf Tesla. Hier mit dieser Einstellung 3,5 habe ich hier. Und da ist es gerade anders. Wenn Sie hier auf eine Einstellung von 2 gehen, wie beim Nasdaq, da kriegen Sie eventuell zu viel Signale. Hier kriegen Sie einen Haufen Fehlsignale,
wo sie Geld verlieren würden, währenddessen wir ja eigentlich nur diese großen Ausbrüche haben wollen. Deswegen empfiehlt sich's, hier so extreme Parameter zu nehmen, um den Einstieg möglichst schwierig zu machen. Das hat natürlich auch, wir finden also hier diesen großen Ausbruch, da wollen wir dabei sein, natürlich unter heftiger Volatilität, deswegen immer nur im Rahmen eines Portfolios, weil es geht natürlich auch hier mal von 1000 Euro bis auf 400 Euro auch mal schnell runter. Das ist natürlich hier ein Rückgang, den man dann auch irgendwie auffangen muss. So, und was natürlich auch gar nicht geht, ist den Stopp hierher zu legen. Deswegen hier in der richtigen Version legen wir dann, wie gesagt, hier unten unter den 180-Tage-Durchschnitt das untere Bollinger Band sehr viel näher dran als das obere Bollinger Band. Wenn man sich jetzt mal so einzelne Aktien anschaut, jetzt gehe ich noch mal kurz zurück auf die Präsentation, dann kann man auch auf Einzelaktien durchaus Backtests machen. Das sind alles Grafiken aus meinem Buch. Und da habe ich einfach mal dieses System auf einzelnen Aktien getestet, auf Tagesbasis. Wie überhaupt diese ganzen Grafiken, die ich hier zeige, sind alle auf Tagesbasis. Und dann schauen wir uns mal zum Beispiel eine Boeing an. Der Chart ist schon ein bisschen älter. Also beziehungsweise das ist die Equity-Linie von Boeing. Also seit den 50er Jahren hätten sie halt immer mal wieder gute Bollinger-Signale gehabt. Aber dann vielleicht auch, schauen Sie mal hier, von 1958 bis 1964 kein einziges Signal. Oder auch hier vom Jahr 2000 bis 2005 kein einziges Signal. Also sie kriegen immer wieder Phasen, wo sie keine Signale haben. Ähnlich bei Caterpillar oder auch bei Procter & Gamble. Da haben sie zum Beispiel die letzten 20 Jahre fast nur eine Seitwärtsphase, ein paar Zuckungen, wo mal ein Bollinger-Signal kommt, vielleicht auch mal ein Fehlsignal. Aber Sie sehen, damit kann man eigentlich nicht leben, wenn man nur eine einzelne Aktie handelt, weil man hat im Durchschnitt ein Trade in 2 Jahren, man hat eine Haltezeit von 6 Monaten. Aber man kann das sehr gut auf Portfolios anwenden. Das muss man allerdings richtig tun, nicht so wie hier, einfach auf die Indexmitglieder des Dow Jones, weil man dann Survivorship Bias bekommt. Aber das ist ein anderes Thema vom anderen Video. Ich zeige Ihnen jetzt nur mal, wie Sie das in Amibroker backtesten können. Hier sehen Sie die Ergebnisse aus meinem Buch auf verschiedenen Märkten. Und ich diskutiere das jetzt nicht alles, ich will Ihnen nur zeigen, dass dieses System mit gleichen Parametern auf diesen ganzen Märkten Durchschnittsrenditen zwischen 9 und 19% erreicht. Vergleichsindizes sehen Sie hier, Buy and Hold. Es schlägt überall den Vergleichsindex und es hat niedrigere maximale Rückgänge als die Vergleichsindizes. Vor allem dank eines eingebauten Marktfilters, der nur Signale zulässt, wenn der Markt sich im Aufwärtstrend befindet. Und das schauen wir uns jetzt mal konkret in Amibroker an. Sie können so anfangen. Sie gehen auf meine Homepage und finden hier den Code, indem Sie hier auf diese Englandfahne klicken, weil das Buch ist auf Englisch und deswegen ist diese Seite auf Englisch, um für die internationalen Kunden hier diese Codes zur Verfügung zu stellen. Sie können einfach hierher gehen, Bollinger Bandsystem einfach kopieren. Bis hierher müssen Sie den Code kopieren. Copy, Paste. Und dann gehen Sie hier nach Amibroker in den Formula-Editor und fügen das hier ein. Und dann kommt darauf an, welchen Markt Sie testen wollen. Ich möchte jetzt den Nasdaq testen mit maximal 5 Positionen. Hier sehen Sie diese Einstellungen. 180 Tage für den gleitenden Durchschnitt. 3,5 Standardabweichungen fürs obere Band, 0,5 Standardabweichungen fürs untere Band. Und mit diesen Einstellungen wenden Sie dann dieses Handelssystem auf sehr viele Aktien an. Und in dem Fall wende ich es auf die Nasdaq 100 Aktien an. Das heißt,
Ich muss hier schauen, dass alle Aktien synchronisiert sind mit dem Nasdaq-Index. Und ich wähle mir hier das Universum aus. Dafür habe ich NorGate-Daten, die nicht nur die aktuellen 100 Nasdaq-Aktien beinhalten, sondern Sie sehen hier Current and Past. Das ist ein Unterschied zu einfach nur Nasdaq 100. Im Nasdaq 100 sind 100 Aktien drin, beziehungsweise 104, weil manche sind doppelt. 103, Alphabet ist zum Beispiel doppelt, da gibt es dann Google und Google. Und aber ich darf nicht den Nasdaq 100 nehmen, sondern ich muss den Nasdaq 100 nehmen, der auch die mittlerweile ausgeschiedenen Indexmitglieder beinhaltet. So was sehen Sie ja zum Beispiel an der Wirecard. Wirecard fällt jetzt gleich aus dem DAX. Wenn Sie dann aber Backtests machen in einem Monat, wenn die dann nicht mehr im DAX ist oder in zwei, dann müssen Sie aber zwingend eine Wirecard drin haben, auch wenn die dann nicht mehr im Index ist, weil die war ja real da. Und wie man sieht, kann man mit der Wirecard sehr viel Geld verlieren. Man konnte aber auch die letzten Jahre sehr viel Geld mit ihr verlieren. Also jedenfalls, Sie müssen die Indexmitglieder aus der Vergangenheit mit drin haben. Und dann können wir einfach mal backtesten. Sie sehen hier, Amibroga hat eine unglaubliche Geschwindigkeit. Da werden jetzt also 400 Aktien innerhalb von wenigen Sekunden über mehrere Jahre nach Bollinger-Signalen durchsucht. Und das ist dann das Ergebnis. Und die ganzen Ergebnisse, die sehen Sie in meinem Buch, gehen wir hier mal kurz drauf. Nasdaq ist natürlich ein Markt, Nasdaq 100, der sehr stark gestiegen ist. Da hätten wir jetzt 20% im Schnitt, verglichen mit Buy and Hold 13%. Wir haben aber auch erhebliche Drawdowns von 50% zu verkraften gehabt, während der Nasdaq-Index 82% Drawdown hatte. Und vom Chart her sieht es dann so aus. Hier ist aber Reinvestition der Gewinne. Also gucken wir lieber mal auf diese Grafik hier. Logarithmisch, das ist ein bisschen ehrlicher, sage ich mal. Hier sieht man wirklich, wie das Handelssystem sich über die Zeit entwickelt hat. Sie sehen halt immer wieder so Übertreibungsphasen, die dann wieder auch denen noch mal so eine Phase folgt, wo das Marktfilter ein paar Jahre verhindert hat, dass sie neue Bollinger-Signale handeln. Aber mit der Zeit sehen Sie, dass es doch relativ stetig hochgeht. Und das sind so die Durchschnittsgewinne pro Jahr. Also auch in diesem Jahr fängt das System langsam wieder an zu laufen, nachdem natürlich hier auch Rückgänge zu verzeichnen hatte, weil der Marktfilter natürlich verzögert wirkt und jede Einzelaktie steigt ja nur aus mit der 100 Tage, mit diesem unteren Bollinger Band, was unterhalb der 180 Tage Linie liegt. Und da schauen wir uns jetzt mal ein paar aktuelle Signale direkt an. So schauen wir ruhig mal so ein Signal an, was dann hier ein Verlust war. LRCX. Sie sehen halt, ging halt hier das Bollinger System long, weil, naja, der Markt schloss hier mit dieser weißen Kerze am 28. Oktober über dem oberen Bollinger Band und dann wird am nächsten Tag eingestiegen. Und es ging dann auch eine ganze Zeit lang gut, dieses Signal, bis dann halt die Corona-Krise kam. Und in dem Fall hat das System relativ viel Luft gelassen und sie wurden relativ spät ausgestoppt. Aber sowas passiert halt natürlich auch mal in dem System. So schauen wir uns ein paar weitere Signale an. Activision Blizzard. Dann sehen Sie, da war hier auch ein Signal im September. Da war hier auch ausgestoppt. Dann war mal kurz draußen aus dem Markt und ist hier wieder eingestiegen. Ist jetzt im Plus. Und aktuell haben wir hier eine Regeneron drin. Das sind natürlich Biotech-Werte, wo sie hier eingestiegen wären. Ist schon schön im Plus. Auch eine Amazon hätte das System gefunden, nachdem sie hier auch ein Fehlsignal erst hatten. Wäre hier nochmal eingestiegen Mitte April. Eine PayPal, sehen Sie hier, wäre hier eingestiegen. Und gehen Sie, wir sind noch ganz kurz durch. Wieder Activision Blizzard hatten wir schon. Und zuletzt Twilio. Und Sie sehen, manchmal läuft das System nicht direkt ganz gut. Das heißt,
Oftmals ist es gar nicht wichtig, dass sie da ganz, ganz schnell einsteigen, sondern das braucht oft eine Zeit, bis das Signal kommt, aber das ist bei jeder Aktie unterschiedlich. So, das war eigentlich das Wesentliche, was ich Ihnen zeigen wollte. Ich will jetzt aber noch ein bisschen ein paar weitere Aspekte zeigen. Und zwar, wie können Sie von diesem System profitieren? Einmal mit dem Code. Sie können Backtesting lernen mit Buchen mit AmiBroker-Kurs. Sie können auch nach Signalen scannen mit Taipan. Oder Sie können mit Captimizer und Robovisor die Strategie umsetzen. Wie Sie mit Taipan scannen, das zeige ich Ihnen jetzt auch noch ganz kurz. Und zwar bitte nicht ärgern, das kann sein, dass es im Moment noch nicht eben implementiert ist in Ihrer Version. Ich werde dazu mal ein Webinar machen. Aber es ist nicht mehr weit, bis es dann auch bei Ihnen implementiert ist. Und hier sehen Sie das Ganze in Taipan Realtime. Da können Sie also verschiedene Universen sich einfach anschauen und haben dann die ganzen Bollinger-Signale automatisch hier drin. Zum Beispiel hier für den Katalog Aktien Restwelt oder hier für die US-Aktien. Und da sehen Sie jetzt zum Beispiel Advanced Micro Devices, die ausgebrochen ist. Und das Gleiche ist auf Taipan End of Day. Da haben Sie so verschiedene Listen. Da können Sie sagen, Liste anzeigen, Urban Stocks Bollinger. Wie gesagt, es ist noch nicht implementiert. Das werde ich dann ein Webinar machen und dann wird es auch irgendwann implementiert. Schätze mal so im September oder Oktober diesen Jahres. Dann wählen Sie hier die Liste, wählen das Universum, das Sie scannen wollen. Zum Beispiel den Russell 1000. Und Sie sehen dann die aktuellen Signale. Und hier hätten wir zum Beispiel ein Bollinger-System, Bollinger-Signal auf Advanced Micro Devices und ein auf Watsco Energieversorger. Ist ganz spannend, dass der jetzt hier in USA auch ein Bollinger-Signal generiert. Und Sie können natürlich auch alle möglichen Kataloge scannen, zum Beispiel Katalog Restwelt, den ich da ja angelegt habe, mit fast 3000 weltweiten Aktien aus dem Vanguard-Katalog in Anlehnung an diesen. Und dann sehen Sie halt hier ganz spannende internationale Aktien. Es ist natürlich dann noch eine weitere Frage, wie Sie die im Einzelnen handeln, wie Sie das umsetzen. Aber Sie bekommen auf jeden Fall mal Kandidaten vorgeschlagen. Das sind natürlich Aktien, die meistens hochvolatil, hochriskant sind. Deswegen ist es keine Handelsempfehlung, dass Sie die jetzt kaufen. Ich würde das vielmehr, wie ich es in AmiBroker gezeigt habe, immer im Rahmen eines Portfolios betrachten. Aber natürlich können Sie das auch mit Taipan machen. So, wie gesagt, das sind die Möglichkeiten, mit denen Sie das System umsetzen können. So, zum Schluss noch der obligatorische Risikohinweis und Haftungsausschluss. Diese ganzen Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Es sind alles keine Handelsempfehlungen. Bitte konsultieren Sie auf jeden Fall einen Anlageberater, wenn Sie mit Wertpapieren handeln. Historische Betrachtungen, sogenannte Backtests, stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar. Ich übernehme keine Haftung für irgendwelche Vermögensschäden. Sie sind für ihre Trades, für alles, was Sie an der Börse tun, selbst verantwortlich. So, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat und wenn Sie es einfach in den Suchmaschinen ein bisschen unterstützen wollen, dann geben Sie dem Video gerne unten ein Like oder abonnieren meinen Kanal.